Ich glaube, du hast alle Kaktussis verbraucht. Okay, also waterproof. Uns reichen eigentlich simple Kabel waterproof, oder? Ja. Also, ich köchle mal kurz hier die Kaktussi durch. Und dann haben wir hier noch. Nee? Hä? Ich muss downen, weil wir haben irgendwie. Ach doch, die sind alle in meinem Inventar, deswegen. Wir haben keinen Cobblestone mehr? Nee. Cobblestone haben wir bestimmt noch viel. Aber wir haben keine Cobblestone-Pipes mehr, meinst du? Ja, dachte ich. Also war noch zwei. Weil ich davon mir 100 Stück mitgenommen habe. So, okay, dann war noch. Und wieso baust du jetzt mit denen? Damit das Fleisch direkt in unsere bronzene Kiste läuft. Ach so, du baust jetzt die Direktanbindung, okay. Unsere Lebensmittelversorgung, dass die direkt dargestellt wird. Wir wollten ja eigentlich so einen kleinen Kiosk bauen, aber da hier nicht so viel Publikumsverkehr im Moment ist, dachte ich mir, pumpen wir den Scheiß doch einfach in so eine Kiste direkt irgendwie. Weißt du? Ja. Halt so, dass wir, selbst wenn wir springen, dass wir sehen, dass unser Fleischvorrat aufgefüllt wird. Irgendwie so, ja? Voll. So unsere Bio-Smurger-Burger, die dürfen dann da hier durchlaufen in aller Ruhe, irgendwie so über den Baum, über unseren Rumsmörgern und so. Rumsmörgern, genau. Das wird ganz wunderprächtig schön. Okay, scheiß die Wand an, wieso dauert es so lang? Ich brauche eine elektrische Fornaze vielleicht? Eine elektrische Fornaze? Ja. Eine Powered Furnace? Ich weiß. Ah, Mann. Wieso? Was brauchst du denn, Käse? Der Kaktus hier. Ach so. Kannst du den nicht einfach. Du musst den nicht durchschubsen. Powered Furnace da, genau. Du kannst den doch einfach so, glaube ich, irgendwie in Kaktusgrün verwandeln. Du brauchst doch dafür gar keine Furnace, oder? Oder doch? Weiß nicht, doch. Ja? Kann ich das auch direkt am Ding? Nö. Ernsthaft? Ich dachte, ja. Mit Rosen geht das doch auch. Ja, Timsche, ne? Nur weil du dir das so einfach so denkst. Heißt das noch lange nicht, dass es funktioniert, ne? Ganz genau. Das hast du vollkommen recht erfasst. Ich habe schon wieder zwei Eier. Sehr gut. Also jetzt vier quasi. So viele. Ich habe zwei Inventareier. Ich schmeiß die mal irgendwo in deine Richtung. Piu, piu. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Ja. Was bist du? Das läuft direkt natürlich unter unserem Fenster durch, ja? Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut heißen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also eigentlich finde ich es sympathisch, wenn wir auf unserem riesigen Lounge-Sofa sitzen und die Fleischbarren durch die Röhren flitzen sehen. Finde ich es eigentlich ganz gut. Ja, warte, dann mache ich das sogar noch ein bisschen anders. Dann lasse ich die nämlich mal kurz durch unser Blickfeld laufen, halt so ein bisschen spektakulär. What the hell? Weißt du? Ach so, ich muss hier noch. Ja? Ach so, ja genau. Lass die doch so am Fenster so einen Bogen machen oder so. Genau. So einen schönen Bogen. Damit wir immer wissen, wie viel Fleisch gerade läuft. Genau, wie die Fleischproduktion so läuft. Da müssen wir uns einfach nur aufs Sofa hocken. Vielleicht können wir dazu irgendwie einen Burger essen oder so. Oder chillige Musik hören. Ja, oder Chili essen. So zum Beispiel, weißt du so, dass sie auch noch so ein bisschen abstrakt laufen. So total verrückt Abstraktomatik. Ja. Okay. Cool, vielleicht können wir, ja, okay. Und dann cool. Lassen wir die hier unten reinlaufen. Also ganz unten natürlich. Also ganz unten, ne? Da durch die Wand. Ja. Ja. Willst du nicht wirklich doch nicht meine, also ich meine, die, ja? Das ist doch nur eine kleine Wandkäse. So schnell eingerissen, siehst du mal. Guck mal da. Und jetzt rein. Na? Wooden waterproof. Oh yeah. Sterling Engine, nee, die brauchen wir jetzt dafür ja nicht. Oh yeah. Oh yeah. Okay, wollen wir das eigentlich unterirdisch laufen lassen? Zum Meatpacker? Was? Nee, auch oberirdisch. Auch oberirdisch? Ja, von oben rein. Leg's ruhig hoch irgendwie und dann von oben direkt. Achso, du hast hier schon so ein. Wie soll ich schon wieder. Ich hab. Oh Gott, ich hab 12 Eier, Alter. Ich hab so ein. Hast du auf Eier langsam? Oh Gott. Ich hab ja den Verdacht, dass es deine eigene Schuld ist. Die Eier? Ja, hast du nicht mal hier die Hühnerkrise heraufbeschworen irgendwann? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Kabel. Ah, hau mal.
Kabel ist da nicht gut. Ich bin angefroren. Oh mein. Oh nein, du crashst, Käse. Du bist out of memory. Ah, ich bin raus. Oh Gott. Was ist denn da passiert? Ich bin out of memory. Scheiß die Wand an. Okay. Ich bin gleich wieder da. Nein, ich will kein Update. Vorhin schon passiert. War eine dumme Sache. Ich glaube, du machst einfach zu viel Updates. Ich komme hier nirgends durch die Decke. Ich muss hier ein bisschen... Das ist übrigens wieder total cool, ne? Ich meine, der die Kamera hat, der verlegt wieder die ganze Zeit Scheiße. Weil ich röhren mag einfach, Käse. Ja? Ich mag halt einfach röhren. Ja, du schon, ja, aber... Oh, da Gott. Ist auch gut, ja. Da ist gut. Da ist ein super Platz, denn. Aber das ist doch auf der anderen Seite die Ding. Ja, wir legen das oben drüber. Herrlich. Ja, und dann machen wir da so eine extra Essenskiste irgendwie so, ja. Nochmal so eine kupferne Essenskiste. Ich weiß nicht, irgendeine Kiste. Ich glaube, wir haben noch eine Metall oder vielleicht haben wir sogar eine durchsichtige, damit wir sehen, wie viel Essen wir haben. Ja, eigentlich wäre es natürlich nice, so eine Diamond-Chest zu haben, aber die sind ja so teuer. Jetzt musst du dich komplett neu einloggen, während ich hier rumpickel und du kannst nichts dagegen unternehmen. Außer, nee, ich kann dir nicht außer mal. Jammern auf niedrigstem Niveau. Nee, das ist auf höchstem Niveau. Multiplayer. LAN. Lala. Oh, die arme Kuh. Da sitzt sie und weint. Weil sie nicht mehr fliegen darf. Die haben Potsau. Mann, ich habe schon wieder 3 Eier. Das will ich zum Heulen. Come on. Wieso hack ich denn hier? Okay. Okay, so, Meatpacker. Dann guck ich doch mal. Okay, der geht hier jetzt raus. Von unten kommt der Strommann. Dann soll doch bitte schon hier auch von der Seite... So, jetzt brauche ich nur noch eine coole Kiste. Eine coole Kiste? Wie? Wir haben doch bestimmt irgendwo noch so eine Metallkiste oder so. Alte, coole Kiste. Ja, du bist eine coole Kiste, Käse. Du bist echt eine coole Kiste, ey. So, brauche eine coole Metallkiste. Wir hatten... Kisten irgendwo noch, Wir hatten irgendwo Kisten, aber ich weiß nicht, ob das Metallkisten waren. Ehrlich gesagt. Aber wo dann? Aber dann wo? Keine Kisten in Sicht. Kisten irgendwo. Sind hier Kisten? Hallo? Holzkisten? Ach. Diamond Chest brauchen wir für... was brauchen wir für eine Diamond Chest? 2 Diamonds und eine Gold. Was brauchen wir denn? Gold? Oh, jede Menge Iron. Iron. Wir machen erstmal eine Iron Chest. Ich meine zwar, ja, wir hätten davon noch welche gehabt, aber... Meine ich eigentlich auch, aber... Keine Ahnung. Na gut, machen wir erstmal eine Iron. Ja, na gut. Habe ich also noch Iron? Nee, habe ich da in die Kiste geworfen. Wahrscheinlich ist das Iron abgesaugt worden. Natürlich, alles wird abgesaugt. Irgendwo müssen wir einen Fehler im System haben, Käse. So geht es. Ehrlich? Nicht. Ja. Warum? Weil das Eisen und so wird auch abgesaugt, ja. Also irgendwo muss eine Leitung nicht richtig logistisch verknüpft sein oder irgendwas. Irgendwas tut nicht so. Wir haben einen Fehler in der logistischen Verknüpfung. Ja. Das klingt fatal, ehrlich gesagt. Das ist auch fatal. Haben wir irgendwo noch Kaktussi? Oder habe ich jetzt schon wieder alle Kaktussi verbraucht? Scheiße. Ich glaube, du hast alle Kaktussis verbraucht. Oh, man, entschuldige meine unflätige Ausdrucksweise. So war es nicht gemeint. Das wissen wir alle. Aber ist doch auch wirklich blöd. Ich mache eine Goldkiste. Ich habe gedacht, es reicht und es reicht nicht. Tut's nicht? Nein, jetzt will ich wieder rüberfliegen. Und was sammle ich auf? 9 Eier. Wieso habe ich denn schon wieder 9 Eier hier drüben sogar? Hier sind Wahrscheinlich Hühner. Stürzt du deswegen die ganze Zeit Hier sind Zeit Hühner, ab. Hier sind 2 Hühner. Ich mache eine Goldkiste. Und diese 2 Hühner haben 9 Eier produziert. Und die habe ich jetzt schon wieder im Inventar. Das gibt's doch nicht. Das gibt's echt nicht. Ehrlich. Das gibt's doch nicht. Das Grunz rum. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin's nicht. Sieht aus wie eine Mumie irgendwie. Mit Gummistiefeln. Sieht aus wie so ein so Sand People oder so. Ne? Ist wahrscheinlich dadurch auch inspiriert. Wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich sind jetzt hier drüben in der Power Furnace noch Tonnen. Nee, gar nicht mal. Okay. Ich bin doch nicht dümmer als ich. Oh mal! Und hier werde ich auch schon angegriffen. Von so einem Kolleg. Solange es kein Creeper ist, ey, das blüht uns auch noch. Da fliegt uns hier die Hälfte von der Hütte in die Luft. Wahrscheinlich kommt gerade einer von hinten bei mir.
Und während du stundenlang so ein Panel abbaust, ach komm, ja. Alter, wo bist denn du? Ich bin irgendwo, keine Ahnung, ich baue gerade ein Panel ab, ich weiß nicht, wo ich bin. Tim. Ah ja, komm, Geduld. Ja, aber wir... In der Ruhe liegt die Kraft. Schau dir doch mal diese traumhaften Animationen an, siehst du? Ja, wow, super. Zack. Und? Wo ist die Fleischproduktion? Ist die schon am Start? Hä? Nee. Warum? Weil ich noch auf Kaktusgrün warte. Aha. Aber so eine Pumpe-Dings hast du schon eingebaut, oder was? Nee, nee. Warte mal. Wo sind meine Kubli? Da. So, schubsi, schnupsi, wups. Komm, zupp. Und gut. Ich hab ein Engine habe ich dabei. Ich hab zwei. Ich hab Engines. Okay, cool. Man braucht nur noch einen Hebel. Hast du einen Hebel? Nein. Wir brauchen zwei Hebel. Okay. Wieso? Ich mache Hebel immer grundsätzlich. Ach, ich habe Stone und keinen Cobble. Ist auch so behindert. Und wir brauchen noch eine. Hast du eine Wooden Extract, eine Wooden Pipe? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht dabei. Warum? Naja, um das da wieder rauszuziehen. Ich hol mal eine Wooden Pipe. Hä? Was? Wo rauszuholen? Ha? Ha? Hast du da unten eine Wooden Pipe rangeklatscht? Ja, natürlich. Ja, siehst du? Genau so eine brauche ich auch, nur halt ohne Waterproof. Okay. Haben wir nicht. Einfache Wooden Pipe? Doch, haben wir. Ach so, zum. Ja, okay. Ja, jetzt wird's klarer. Klarer wird's klarer. Ich kann da mal heißt ein hübsches, Clara? Hübsches Mädel, das hieß Clara. Bitte einen Kommentar da klar, la. Die lassen. Fand mich nicht so cool. Leider. Die fand ich nicht so cool, die Clara. Nee, absolut nicht. Die hübsche Clara fand ich nicht so klar. Nicht so klar. Nee, unklar. Klarlack. Irgendwie so. Okay, blöde Sache. Tut mir leid. Tut mir gar nicht leid. Ich kann auch mal, Mädel hieß Laura. Die fand ich total lau. Die fand mich total lau, ich fand die aber auch ziemlich blöd. Dann macht's ja nichts, ne? Ja, mach hier mal so einen Hebel und dann mach ich da so einen. Ja, ich hab doch nur Stone statt scheiß Cobblestone. Wieso kann man einen Hebel nur mit Cobblestone machen? Kann ich nicht hier auch so eine Dings daneben und dann. Bla. Doch, es geht. Keine Panik. Alles im grünen Bereich. Okay. Alles gut. Okay, ich hau meinen Stone weg und hol mir ein bisschen Cobble. So ich ihn denn finde. Ach, hier ist noch eine andere Ranch. Ah ja, da. Okay, brauchst du noch einen Hebel? Brauchst du noch? Wieso dreht die sich nicht? Weiß nicht, vielleicht ist sie zu eng. Oder es geht mit der Omni-Ranch nicht. Kann es sein? Ist das möglich? Und wieso gehen die kaputt, wenn ich die zerklopp? Weiß nicht, hast du noch welche? Keine Ahnung nicht. Ja, die setzt sich immer darüber, die blöde Kuh. Der elende Lump. Okay, wir haben 8 Hebel noch auf Halde. Die nehme ich mit. Hast du da noch kaputt? Ja, aber ich brauche jetzt keinen Hebel. Oder vielleicht doch, weil die hier am Strom hängt. Vielleicht hängt die gar nicht an meinem Redstone. Das wäre natürlich schlecht. Aber gut, dann brauche ich ja auch keinen Redstone. So, okay. Gucken wir mal. Bitte wie? Bitte was? Mann, ich hatte es dumm voll. Ach, gut. Ich bin zu doof. Gäbe. Ja, ich weiß, ja. Das wissen wir alle. Sagst du doch jetzt nur, um mich zu ärgern. Nee, das ist. Das wissen wir schon alle, ist schon klar, aber jetzt boah, ich hänge die hier einfach an den Strom. Was ist denn los? Scheiß drauf. Das ist ein blödes Mistding. Wo sie stehen los, Team steh. Es tut nicht so, wie es soll, Käse. Es tut nicht so, wie es soll. Stirb, du elende Saukuh. Warum? Was denn? Wer denn? Ach so, der Saugmann. Der saugt und bläst, der Heinzelmann. Der saugt und bläst dich, der Heinzelmann. Der nicht mal blasen tut er. Nein. Der alte Sauger. Okay, dann grab ich mich mal hier so rum. Nee, warte, ich bin dran. Ich kann nicht. Ich kann mich hier nicht. Tu das Ding nicht. Was? Das ist eine blöde. Hä? Ach, du hast von unten. Okay. Ja. Na, wunderbar. Was? Machen wir mal hin. Ach, jetzt ist wieder falsch rum. verdammt, ey. Gott. Okay. Ja. Und jetzt nur die Ruhe bewahren. Du meinst, alles ist im grünen Bereich? So, ich heble den Hebel und nichts passiert.